Tag. Wir befinden uns hier auf dem Flugwaffenstützpunkt Sommerda. Was greifen wir an? Die Wolken! Die Jäger der Wolke. Wir fliegen. Das kennen wir schon, ne? Warte mal, es geht so. Nein! Nach Brandenburg an der Oder. Leipzig, Erfurt, Horz. Oh, wir haben noch keinen Weitwinkel montiert. Ich sehe das. Reicht aber. Hallo! Ja, wir gucken mal, wir sind hier. Wir nehmen mal die Karte. Und wir fliegen einfach mal, würde ich sagen, zum Brocken. Welche ist hier? Brocken auf Ostdeutsch. Brocken. Ja. Der Navigator steht hinter Ihnen. Die Richtung. Jo. Und theoretisch, bei einer Ordnung, darüber will ich nicht reden. Über unsere Flugvorbereitung möchte ich nicht reden. Wie, was, die Sonne? Ich denke, du hast alles gemacht, hast du gesagt. Ja. Du hast gesagt, du hast das alles ausgefüllt, du hast nach dem Wetter geguckt. Habe ich alles gemacht, das ist alles bestens. Wir holen uns jetzt noch eine Artist-Freigabe, eine Startfreigabe und dann geht's los in den Himmel. Etwa da lang so, die Wolke müssen wir mal analysieren da hinten. Hier und fliegen dann. Und so, können wir? Wir können. Einsteigen. Nein, wir machen jetzt mal Flugvorbereitung. Ah, okay, jetzt machen wir mal Flugvorbereitung und dann steigen wir ein. Natürlich. Ja. Guten Tag. So, wir machen Flugvorbereitung. Macht der Pilot in Command, der Pick. Dazu kommt erstmal das Öl. Öl füllt er auf. Ja. Mal weg hier ein bisschen. Ölmessstab rausziehen. Das Öl muss atmen. So. Nothing here but nothing left. Cold hearted stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say but ja, gut, das klang natürlich anders. Genau, also jetzt messen wir den Ölstand. Ölmessstab rein, Ölmessstab raus, alles bestens. Super. So, Öl ist okay. Deckel zu. Das ist übrigens die Klappe, die wegfliegt, wenn wir die Rettungsrakete aktivieren. Diese? Mhm. Die sprengt man weg? Oder muss ich die aufschrauben? Dann schraubst du auf und ich spreng die weg. Gut. We watched the girls try something new. Didn't even stop to see that. Das war alles? Ich denke, du musst nochmal, was man halt so. Sichtkontrolle, Kraftstoff brauchen wir nicht. Wir haben nämlich gerade komplett getankt. Ölstandskontrolle haben wir gemacht. Propellerschutz entfernt. Bordbuchenpapiere geprüft. Schleppkabel entfernt. Was jetzt? Crash Center kenne ich. Beladeplan beachtet. Gepäck ist Hammer. Seitenrouterpedale eingestellt. Hast du schon? Was? Hast du nicht gesehen? Haben wir alles gemacht? Ja. Wunderbar, jetzt machen wir nochmal einen Außencheck. Ja, das macht man. Was man mal machen muss, ist ja auch gucken, ob die Reifen. Ja. Ne, das, genau, ja. Bei der Cessna tritt man so drauf. Ja. Dann tritt man hier erst ab, die Reifen am Rutschmarken, damit man sieht, ob sich der Reifen auf der Felge verrutscht hat, meistens mit roter Farbe. Die Wolken warten. Ganz wichtig, das ist vorne weg. Ja, das Ding mal. Dreigängiger Ruder. Frei. Und die Schrauben. Bei dem Flugzeug immer ein bisschen schwierig, weil alles so verbaut ist. Bei der Cessna sieht man das alles so.
alles Beste. Alles super. Alles super. Genau. Dann würde ich sagen, wir sehen noch keine großartige Verformung durch Vogelschlag und ähnliches. Nee, also ich glaube, das muss alles so sein, wie es jetzt ist. Ja. Das würde ich jetzt sagen, machen wir. Genau. Dann steige ich mal ein. Genau. Halt rechts. Hältst du es? Stefan, Moment, ich gehe rüber. Und beachte die Einströmstrecke. Toll. Ah. Herr Ralf schwabbelt sein Hintern in den Recaro-Sitz. Du kannst gleich zu Hause bleiben, weißt du das? Hast du das Ding hier weggemacht schon? Schiebt er. Ja, das ist weg, genau. Schiebt er gleich wieder alles auf das Bindegewebe. So, anschnallen. Ich mache mal kurz aus, weil, ja, mach mal. Boah, warum weiß ich auch nicht. Lass mal kurz an. Ja. Ich wollte auch mit. Ich will auch mit. Welche fette Sau hat denn hier gesessen zuletzt, sag mal? Du. Das ist nicht mal ein Witz, stimmt's hören. Mal analysieren da hinten. Ralf zieht sich natürlich wieder nach dem Einsteigen aus und an und um. Ja, und es ist ja auch kalt und man denkt da gar nicht dran, dass es ja gleich richtig warm wird. So. So, also das Ganze nochmal. Linke Seite. So. Super. Schon fest. So, jetzt gebe ich ihm mal so ein Headset, weil dann kommen sie nämlich nicht mehr ran. Einmal. Schein geduldig. Da brauchst du nicht abziehen. Gebe ich dir nochmal meins. Ja. Hab ich. Genau, und dann gebe ich mal kurz die Leitung der Kameraassistent. Bitte was? Kameraassistent? Was ist denn hier der Regisseur? Ich glaube, es hackt. Ich muss drehen. Ich bin mal gespannt, wie der Weber. Na gut, der hat lange Beine. Nein, nein, das geht schon. Nicht auf die Polzer. Was ist denn das hier? Das ist Navigation. Das ist die Navigation. Wenn ich navigiere, landen wir in Usbekistan. Scheiße. Wie weit reicht man mit dem Ding? Ja. Na. Ich frage mich, was haben wir in Usbekistan? Da muss man nicht unbedingt hin, glaube ich. Das kann ich hier. Machen wir mal Klappe zu. Hm? Findest du schon, ja? Nur das Hunde. Ach, ist ihm ein bisschen frisch. Hast du eine Uhr? Okay, dann. Ja, ich muss ja. Oh, die Startzeit muss ich notieren, das kenne ich schon. Ja, wir sind ja noch nicht gestartet. Nee, aber ich schreibe schon mal auf. Wir starten erst. Wir schätzen schon mal. Ich habe einen Zettel. Hast du einen Stift? Stift habe ich, den habe ich das letzte Mal gesehen. Zettel? HW-Bar-Spedition. Kenne ich. So, jetzt schreiben wir dann der Blockzeit 118,7. Block? Naja, das hätte ich mir schon gemacht. 118,7. Genau, heute ist der. Heute ist der 20. Ja. November. 20. Oktober 2007. 20.10. Genau. Brauchen wir es auch? Naja, ja. Warum filmst du nur dich? Du bist ja auch da. Ja. Okay, wir machen mal den Deckel zu, weil Ralf friert ein bisschen. Ah, ist wirklich kalt. Ja. Ich zähle mir schon mal meinen Dynamic ein bisschen auf. Genau. Wir gehen jetzt durch die Wolken!